Oh, dann wollen wir mal hier. Der Wächter. Gucken, dass wir richtig hier lang müssen. Ich habe das nämlich. Aber hier müssen wir lang, ne? Die Tür wird auf gewöhnliche Weise geöffnet. Müsste oder niedrige Müsste. Auf ungewöhnliche Weise. Okay. Was soll ich denn hier machen? Wahrscheinlich müssen wir die von der anderen Seite irgendwie. Oh nee, ich kann das nicht mit dem Bannen. Ey, ich habe eh gespeichert. Schwein gehabt. Hui. Da hätte der Herbert fast einen Herzinfarkt gekriegt, du. Wir haben irgendwas gekriegt. Eisschaden. Nee, schlechter. Geht ich schlechter. Da liegt was. Nicht hin. Glas hier wegstehen und sehe ich nämlich die Zeiten. Ja. Ich komme mir ein bisschen vor wie bei Star Wars gerade mit der Musik. Spinnchen, glaube ich. Die Spinnen! So, erstmal mit meinem Kumpel rufen. Eltatze nervt auch gerade schon wieder rum. Eltatze ist der Kater gemeint. Sehr schön, mein Freund, Junge. Was willst du denn? Kommt jetzt hier die Sonne? Bedeckt. Jetzt kommt die Sonne. Wollt ihr mich veräppeln hier? Keine Reagenzians gefunden. Wenn ich sowas mit Feuer zerstören muss, das erinnert mich immer an ein Spiel. Wie hieß denn das? Ich komme nicht drauf. Er kommt jetzt auf jeden Fall der dritte Teil ist rausgekommen. Der heißt Exodus. Der heißt das Ding da. Metro. Metro. Ist das 2033 oder 2303? Ich weiß es nicht mehr. Wie sowas. Aber der erste Teil von Metro. Dann bin ich an der einen Stelle nicht weitergekommen. Das habe ich übrigens auch als Let's Play gespielt. Könnt ihr euch angucken. Ist sehr witzig. Da bin ich nicht weitergekommen, weil ich musste dann mein Feuerzeug das Spinnennetz anzünden. Aus irgendwelchen Gründen. Am Anfang habe ich es nicht kapiert und beim zweiten Mal hat es nicht geklappt. Na los, Spinnen, komm. Ja.
Wo ist denn Kalle? Kalle, Junge! Kalle! Du bist nicht Kalle, du bist der Kater. Das ist also so ein verfressenes Tier, ne? Das ist so ein verfressenes Tier, das gibt's gar nicht. Kalle, komm! Ich hab keine Zeit. Du hast ein bisschen Ähnlichkeit von DJ Blazkowicz, der auch immer vor seinem Tod immer... Hallo Witwe! Oh, aua! Sag mal! Da hab ich der Kater hier von der Seite angetippt. Das bin ich halt. Den Rest kannst du behalten, du Dreckschwein. Hier schon wieder. Ja, hallo. Ich muss sagen, euer Hunger ist groß. Im Gegensatz zu den Fallen, die ich auf Schloss Jolvan getötet habe. Nun kommt, prüfen wir einander. Ich fürchte die Niederlage nicht. Ich werde zu gegebener Zeit auferstehen. Im Gegensatz zu euch. Die Witwe, okay, man sieht es gerade so in der Kamera. Okay. Das habe ich verkackt. Na egal. Oh, ich habe Money. Gib some money in my tash. Oh yeah. Übrigens, Kalle hat sie sehr die ganze Zeit beschäftigt. Fand ich sehr gut. Ist sehr gut von Kalle gewesen. Ich bin ehrlich gesagt ganz froh, dass ich mich für die Zauberei entschieden habe. Weil sonst wäre das jetzt hier nicht so ausgegangen, wie es ausgegangen ist. Glaube ich. Also die Spinnen sind schon echt heftig gewesen. Es waren schon ein paar zu viel. Manchmal habe ich das Gefühl, dass mein Zauber irgendwie nicht so wollte, wie ich wollte. Ich kann jetzt diese komische Tür da aufmachen. Die war offen, okay. Alles klar. Das war die Tür, wo wir durchgegangen sind. Witwe Oma jetzt mal einmal hier abgelascht, Junge. Das war Zeit. Ne? Ist ja gar nicht so lange gedauert. Der Kaffee schmeckt heute besonders gut. Ich weiß nicht warum. So, wo müssen wir jetzt hin? Also Stadt zurück. Da liegt denn die Rippe hin. Guck mal, der hat einen Dietrich, der hat zwei Dietriche dabei. Das war bestimmt ein Dieb. Oder es war Dietrich. Wortwitz, Dietrich, der Dietrich. Entschuldigung. Manchmal geht's mit mir durch. Besonders wenn ich frisch aus der Dusche komme und ja. einen Kaffee getrunken.
zweite. Ihrer Segen. Oh, guck mal, die haben es mal geschafft. Es gab nämlich ein Update, das zu fixen. Ich bin begeistert. Boah, jetzt habe ich mich aber erschrocken. Baumgarten, na ja, auch nicht. Oh, ey, was ist denn hier los? Wie kann man sich heilen, wenn man... Zum Glück kann man sich heilen, wenn man in so einem Netz ist. Das war gerade wieder schief. Das war gerade wieder fast zu spät. Himmelsblüte. Schnell. Ja, klar laufe ich falsch. Perfekte Dusse. Na egal, ich hab's alle platt gemacht. Aber Kalle war nicht da. Irgendwie habe ich mich in dieses Spiel echt so ein bisschen verliebt. Das ist ganz geil eigentlich. Das ist mal was anderes. Also das Altes neu aufgemacht. Finde ich schön. Und wir werden noch bestimmt lange Freude damit haben. Ich habe nämlich noch keine Ahnung, wie weit wir überhaupt sind, fortschrittstechnisch. Ihr habt es geschafft. Wir verdanken euch unser Leben. Ohne euch wären wir Spinnenfutter und die Witwe würde auf unseren Leichen tanzen. Unsere Dankbarkeit ist nicht mit Gold aufzuwiegen. Das ist alles, was ich euch geben kann. Nehmt es mit unserem Dank. Danke! Ich bin nicht der Richtige, um ein Dorf zu führen. Aber ich kann es beschützen, insbesondere mit der Hilfe von jemandem wie euch. Ich danke euch erneut, mein Freund. Bitte, Brigitte. Gehabt euch wohl. Gehabt dich bald auch irgendwo wohl. Keine Ahnung. Was sagt man denn da drauf? Diesmal. Auf Weltmanns Heil sagt man Weltmanns Dank. Aber was sagt man auf gehabt dich wohl? Verpiss dich oder was? So, Brigitte. Hier kommt die Sonne. Das ist Schäße. Ah, ich werde geblendet. Nee, das ist mein Heiligenschein. Ah. Okay. Trotz der Blendung, der Monitor ist noch, der ist noch an. Nein, Spaß. So, wo müssen wir jetzt hin? Ja, Gänsehen für einen Murdoch sammeln. Ey, das ist Murdoch? Vom A-Team? Okay. Wir haben noch Quests. Die verschiedenen Gruppierungen, so. Den Tockhof durchsuchen und im... Die Meere nachforschen. Okay, wir haben aber noch zwei Aufgaben. Das sind, glaube ich, die Murdoch heilen kann einfach vorhin heute hier schon. Wir brauchen noch Zunderzweig und Flammschlagtrink. Okay, aber ich will gar nicht mal so viel machen. Ich will mal hier ein bisschen weiterkommen. Stufe 10 plus, okay. Dann würde ich sagen, wir machen noch diesen Hof jetzt hier mal. Wo auch immer der ist hier unten. Können wir uns da irgendwie hin teleportieren? Splitterfelstiefen? Nee, dann können wir da mal hinrennen. Ja,
Ja, Ankerflick hat gesagt, wir laufen dahin. Aber Ankerflick ist doof. Es wäre geil, wenn man hier irgendwie die Möglichkeit hatte, so ein Reittier oder so. Ich würde mir zum Beispiel gerne so eine Riesenspinne zähmen und dann würde ich darauf reiten. Das wäre optimal. Das wäre optimal. Das würde Spaß machen. Ich bin ehrlich gesagt richtig froh, dass ich mich für einen sehr guten Bildschirm entschieden habe damals. Oh, guck mal, hier gibt's Scherben. Leggen. Weil, hier, den hab ich aktiviert. Und hier fällt die Sonne rein. Und da ist nämlich das Fenster. Und es ist morgens halt immer so, so um 8 oder 9 rum, dass die Sonne sich da reinprügelt. Und ich bin echt froh, dass ich mir einen schönen Bildschirm gekauft habe. Und ich habe jetzt den gekauft, also was heißt erneut, noch einen zweiten, die kleinere Variante. Das ist hier ein 144 Hertz Monitor und ich habe jetzt nochmal denselben gekauft als 75 Hertz Monitor. Der kommt dann oben drüber. Ich werde auf jeden Fall irgendwann mal nochmal so ein kleines Vlog machen oder so. Kann ich hier runterspringen? Macht das Sinn? Junge. Und vielleicht mal ein bisschen so zeigen. Oder ich setze das, pack es auf meinen Blog, das weiß ich noch nicht. Wenn ihr wissen wollt, wie ein Blog und so weiter, guckt mal im nächsten Stream, da wird so ein bisschen was erklärt. Ich wollte doch nur gucken, was hier ist. Komm mit den Schatz. So, hier ist der Hof. Da war irgendwas drin. Hallo! Ach, da Spinnen. Tschüss. Guck mal, einmal gegrillte Spinne. Neuer Ort, Tokhof oder Tokhof. Aufbrechen 90%. Wir knacken es doch normal. Und offen. Seidenkuddel. Lass mal gucken, was die Seidenkuddel für Rüstungswerte hat. Oh, die hat mehr Fassung. Die behalten wir. Kommst du denn her? Die habe ich nicht geredet. Jo, die Spitze. Ach, dann gucken wir mal hier drin, ob hier irgendwie noch Hinweise sind auf die Eltern von der Jungen. Och nö, ist jetzt traurig. Oh Mann. Ja, jetzt nicht. Scheiße. Das ist natürlich doof. Ich hätte gedacht, wir können sie retten. Die ganze Familie wurde hier ausgelöscht. Ja. Jackies Messer. Ach, das waren nicht die Spinnen. Detective Uncut Freak hat herausgefunden, dass das nicht die Spinnen war, sondern jemand mit einem Messer. Gucken, wie es oben aussieht.
das im Schrank versteckt. Bauerntunika, ne, die brauche ich nicht. Gib. Bauernhose, Bellentunika. Okay. Ich will mich mal kurz heilen. Ich hab ein bisschen. Dann öff in den Netzwald. Denn da ist Party und da knallt's im Netzwald. Okay, wo jetzt hin? Zurück, ne? Wo waren die Dame? Hier war die Holde Maid. Aber da ich faul bin. Ha! Teleportation. So, der Retter kommt zu Kateri. Was wollt ihr? Ihr habt was? Ich muss ihn dort gelassen haben, als ich vor diesen Spinnen geflohen bin. Diese verdammten Viecher waren einfach überall. Wie ich sehe, seid ihr nicht überzeugt. Also hat euch diese Tok-Göre angeheuert, um ein bisschen herumzuschnüffeln. Es war ohnehin nur eine Frage der Zeit, bis ihr herausfindet, was ich mit ihren Eltern gemacht habe. Aber ihr habt es vorher herausgefunden. Durch reines Glück. Also lasst uns eine Vereinbarung treffen, in Ordnung? Sagen wir, eine schwere Geldbörse für euer Schweigen? Nee, ich bin unbestechlich. Keine Abmachung, ihr bezahlt. Karovyn und ich haben vor Jahren an den Toren von Melsenshir gekämpft. Wir sind desertiert, bevor wir unsere zweite Schlacht erleben mussten. Als wir dann hierher kamen, lud sie mich ein, gemeinsam mit ihr, ihrem Gemahl Eimer und ihrer Tochter auf diesem Hof zu leben. Es war ein einfaches Leben und ich dankte den Göttern dafür. Dann entschieden sich Karovyn und Eimer, in den Krieg zurückzukehren und mich mitzunehmen. Als sie darauf beharrten, nutzte ich die einzige Fähigkeit, die mich der Krieg je gelehrt hatte. Aha. Und deshalb hast du sie umgebracht, um einfach zu sagen, ne, ich gehe, auf Wiedersehen. Und deshalb Ach, kann ich wirklich? Das nicht gutheißen. Der umherstreifende Held wird mich meiner gerechten Strafe zuführen? Das denke ich nicht. Ach, ehrlich? Ich habe bereits 2 Morde begangen. Ja, und? Und mit euch sind es dann eben 3. Ein Glück, dass das vorbei ist. So, und ich habe 1 Mord begangen. Und schon mehrere. Digga, Junge. Was war das denn für kläglicher Versuch? Guck mal, jetzt nickst du da, ne? Ja. Das war ein Satz mit X, das war wohl nix, Junge. Immer diese Typen, die meinen, sie könnten mich besiegen. Ich bin der Protagonist in diesem Spiel. Du kannst mich nicht besiegen. Sie ist jetzt auch tot, ne, sie schläft. Ich kann nicht glauben, dass Kateri sie getötet hat. Meine Mutter und mein Vater waren seit Jahren mit ihm befreundet. Schon bevor ich geboren wurde. Wenn ich mir vorstelle, dass er das alles nur getan hat, um dem Krieg zu entgehen. Ich wusste, dass meine Familie vermutlich tot ist. Aber ich hätte nie gedacht, dass es wegen so etwas geschehen sein könnte. Hab Dank für eure Hilfe. Hier ist eure Belohnung. Wie versprochen. Ich keine Belohnung gemacht. Seidenerdehandschuhe. Sichere Reisen. Kannst du dir ins Popöchen stecken, meine Gute. Brauche ich nicht. Okay, da war aber gerade mal. Oder was leckt denn das jetzt hier rum? Wenn wir gerade hier sind, können wir mal gucken. Ob wir noch was zerlegen können. Was Schönes, was wir herstellen können. Magie. Wir können eine Robe herstellen. Okay, Leinstoff hätten wir. Aber bringt mir halt nichts. Die Robe halt nicht so gut. Hier war doch irgendwo noch ein... Ich gehe kurz in mein Haus.
Alles gut, ihr braucht nicht die Musik ausmachen, nur weil ich klar gerade rumgerannt bin. Hier sitzt einer und putzt sich. Ich bin hier rum. Hier weggeschmissen. Schatzsack. Och, oh, das ist aber nett. Das ist aber nett, Junge. Da hat einer Dietrich verloren. Dietrich! Ah, nee. So, hier ist unsere Plündertruhe. Der Alchemie-Labor. Experimentieren bringt mir nichts. Ich glaube, im Keller war das Ding. Da. Für die Gems. Für die Gems, da. Herstellen. Funktionsgems, Rüstungsgems, Rüstungsgems. Ich wollte ja noch ein bisschen was bauen. Wir haben immer trübe, funkeln. Funkelt haben wir nur. Haben wir eins. Das ergibt jetzt Feuerresistenz. Das bringt mir aber nichts. Die Giftsterbe war Giftresistenz. Okay. Warte mal. Das war. Ach, das war alles Feuerresistenz oder was? Resistenz. Okay. Wenn ich jetzt mit der anfange und dann die, dann habe ich überall nur Feuerresistenz. Okay. Das bringt mir nichts. Ich hätte gerne. Trübe Eisscherbe und eine Magiescherbe bringt Eisresistenz. Okay. Brauche ich aber nicht, weil ich bin eisresistent. Waffengame. Alles wichtig. Jetzt muss ich mal kurz gucken, bevor ich hier dummes Zeug rede. Waffe. Habe ich hier ein Dings? Nein, habe ich nicht. Okay. Egal. Wir müssen mal gucken. Also Lieferung eingetroffen. Mensch, die liefern mir irgendwelche Sachen. Das ist ja witzig, du. Okay, das ist Raffinesse, Handwickel, der Blamage. Die hat noch eine Fassung. Die hat aber nur 9. Das bringt mir nichts. Das bringt mir auch nichts. Das habe ich ja eigentlich gar nicht mal so viel an. Viel. Ich habe jede Menge komischer Gegenstände. Spinnenseide aus dem Netzwald in Alenta. Sie wird bei der Herstellung eleganter Kleidung. Ach so, ja, okay, verstehe. Okay. Dann können wir mal. Hier gucke ich mir nochmal an die Seidenkutte. Der Sonne schön, ne? Wenn sie mir nicht ins Gesicht scheint. Haben wir 80.000 Cash? Junge. Okay, was können wir als nächstes für eine Quest erledigen? Schlachtruf. Muss ich mal kurz gucken. Okay, dann müssen wir hier hingehen. Da ist das nächste Gebiet. Dann würde ich mal sagen, gehen wir mal da auch hin. Geschwind.